So, hallo Leute, willkommen zurück zum Minecraft-Rollenleben-Projekt, was noch momentan noch sehr, ja, halt anfängerisch ist, mit nur wenig Leuten oder gar keinen Leuten, aber ja, momentan sind halt wieder ein paar Leute weggekommen und bald kommen aber wieder neue hinauf und ja, hallo, Blue. So, ja, da geht es wieder ein bisschen mehr los und vielleicht will ja dann auch jemand mal mit Let's Playen und das eben als Projekt dann weitergeht. Die Bezahlung kommt. Er hat nämlich Bier gekauft bei mir und jetzt bekomme ich da noch die Zutaten zurück, weil ich ja so der Bierbrauer bin. Jo, Tings. Recht viel, danke. Eigentlich braucht man ja nur pro Trank ein. Ja. Mal schauen, ob er mehr wo will oder nicht. Okay, gib mir noch mehr. Er hat wahrscheinlich zu viel Netto. Bitte sehr. So. Also, eben. Die Wahl zum Bürgermeister geht los und Shakeray hat sich also schon mal rein gewusst, also ja, wie sagt man, beworben und hat sogar noch ein bisschen Kekse hier gelassen. Ich lasse es mal hier und heute in diesem Part zeige ich euch kurz das Mesa-Biom, das ist nämlich richtig schön und vielleicht fahren wir noch ein bisschen Slimebälle und Leute für Polizei, also Blue und Niklas, genau. So, also, wir gehen kurz zurück, laden das Zeugs ab, nehmen noch was wir brauchen mit. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was sonst noch wir machen können in der Farmwelt, finden können. Wir könnten dann rechts entlang noch gehen, da war ich noch nie. Also bin mal gespannt, weil am Sonntag wird die Welt wieder resettet, wieder neu generiert und dann ist es leider schon wieder weg. Ah ja, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Ich will kurz mein Versteck aufmachen. Also es ist kein Versteck, es ist einfach, dass ich nicht irgendwie, dass ich halt weiß, wo ich meine Wertsachen habe, weil die Kisten sind ja sowieso zu. Und damit halt andere es auch nicht rausnehmen, die Zugriff auf die Truhe haben. So, ja, also die Spitzhacke möchte ich gerne noch fertig machen, dann reparieren. Und hier noch ein bisschen Holz. Slimebälle hätte ich, Enderbären hätte ich. Okay, ich mache es wieder zu. Und tue die Sachen nach oben. Eisens, also Schaufeln und Äxte haben wir genug. Brauchen wir nicht mehr. Nein, nicht hier. Ich muss es hier rein tun. Genau. So, also gehen wir in die Farmwelt. Und in den nächsten paar Parts, also wenn mehr Leute da sind, wenn ich mal aufnehme, mache ich mal ein bisschen PvP-Kämpfe oder einfach als Zuschauer, weil ich bin relativ schwach. Ich habe noch nicht gutes Zeugs, weil ich halt nicht so viel spielen kann, weil ich Let's Play und Fußballer bin und deshalb nicht so viel Zeit habe. Und ja, lieber ein bisschen Quatsch hier auf dem Server mache, wenn ich nicht gerade aufnehme mit euch. Also für euch. So. Ah, hier hat es einen neuen Eingang. Auch schön. So, Farmlobby. Jetzt gibt es sogar noch eine Endertruhe. Und jetzt die Farmwelt betreten. In der Nacht. Jetzt bin ich. Jetzt muss ich mal schauen, wo die Wüste ist, weil in dieser Richtung muss ich gehen. Aber das müsste hier hinten sein. Ja, kann ich die nicht treffen, also bitte.
scheinbar ein bisschen laggy. Aber die Creeper gingen immerhin gut. Ja, ich spiele jetzt wieder ohne Koordinaten. Da muss ich kurz schauen, in welche Richtung ich muss. Weil ich habe es nicht gemerkt, in welche Richtung die Wüste ist. Aber die ist hier, ja. Sehr gut. Aber für den Rückweg muss ich wahrscheinlich wieder Koordinaten benutzen. Scheinbar regnet es wegen den Partikeln. Ich habe ja die Partikel aus, die Regensachen. Nur die Partikel habe ich an. Weil es hat viel zu viel stört in Minecraft. Also es ist vor allem mit dem Sound viel zu schlimm. Aber leider kann man nichts viel dagegen abmachen, außer die Wettereffekte aus. Die Soundeffekte fürs Wetter. Jo. Na, ich dachte, das Skelett hätte einen verzaubter Bogen, aber es ist ein normaler Bogen. Gehen wir mal zum Skelett. Zum Zombie, nein, zum Zombie nicht. Den lasse ich am Leben. Aber du könntest mich stören, dann kill ich dich kurz. Die Hasen. Die Kellerhasen. Oh, ich liebe den Ritter des Kokosnuss. Da gibt's einen Killerhase. So ein armer, niedlicher, kleiner Hase, der einfach mal als Todeskarnickel angesehen wird. Okay, auch ein Karnickel, Todeskarnickel ist, aber Humor ist Humor. Okay, hier war ich schon im Dorf, da muss ich jetzt nicht kurz hin. Ja, was ist denn... Ah, bugge ich noch zwischendurch runter. Oh, mein Arsch. So, gehen wir jetzt zum Mesa-Biom. Dafür muss ich noch hier entlang. Ja, Spinnenaugen essen ist wahrscheinlich nicht so gesund. Also bitte weglegen. Da muss ich vorbei. Ja, da muss ich oben durch. Sonst muss ich einen Umweg machen. Genau. Okay, na, wo bist du jetzt, Mesa-Biom? Du musst doch hier sein. Ich glaube, ich bin auch hier durchgerannt. Das ist einfach ein bisschen weiter weg. Also sorry, dass gerade dieser Part ein bisschen langweilig ist. Aber die nächsten Parts werden ja wieder bisschen spannender. Aber bei mir lohnt es sich, alle Videos zu schauen, weil ich auch zwischendurch irgendwas... Okay, komisches lese. Ein Kacke von Blue. Und mache kurz oder so. Also, ja eben. Ist ein alter Let's Player und da muss man alle Videos schauen, weil man das sich schweinischt und so. Nein, nein, ich zwinge niemandem. Ich bin da ganz neutral. Und das ist ein Tempel, wo ich schon war. Also jetzt bin ich ein bisschen richtiger, weil hier ein Tempel ist, der nicht schon war. So ich das sehe, weil der Tempel genau in dieser Form ist, wo ich schon bin. Aber ich schaue nochmals kurz richtig. Oha. Ja. Also das ist immer so meine Erkennungszeichen, weil ich nämlich mich hochbaue unter der Säule. Weil ich das kann. Also es ist noch ein bisschen weiter weg, tut mir leid, aber momentan kann ich nicht schneller dorthin gelangen.
dafür ist es zu einzigartig und zu weit weg. Aber dafür ist es schön und lohnt sich auch. Ja. Aber so, noch kurz was essen. Ja, ich bin mal gespannt, wer sich noch als Bürgermeister bewerben lässt, weil, also ich zum Beispiel habe zu wenig Zeit, kann ich nicht so gut Bürgermeister sein, weil wenn ich nur abends komme, für ungefähr 1 oder 2 Stunden, um kurz aufzunehmen und so, dann fühlen sich die anderen einfach so ein bisschen im Stich gelassen und wählen dann natürlich wieder einen anderen Bürgermeister. Oder sonst gibt es noch Aufstände. Also auf dem Server ist ja eben sehr viel Rollenspiel und da kann es ruhig mal Aufstände geben. Gab es auch wegen ein paar Hacks, weil die Leute plötzlich außergewöhnliche Dinge konnten und das musste unterbunden werden. So, was ist denn los? Ich jetzt wieder den falschen Weg gerannt. Was bin ich denn? East. Okay, ich muss Nordeast. Schau mal kurz, ob ich hier war. Aber ich denke schon. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ha, klauen. Ha, ich werde greifen. Ha, ha, ich werde greifen. Mir gehen die Fackeln nämlich aus. Ich möchte jetzt noch mehr. Das ist mein Griefingsmuster. Das ist ganz schlimm. Wirklich brutal. Ja, genau. Fluchte ein bisschen herum. So. Aha. Aber ich denke, ich war hier schon drin. Das war ich. Ihr müsst mich anklagen. Ja. Ich war hier schon. Okay, dann bin ich richtig im richtigen Weg. Hier ist auch wieder eine Wüste. Das ist auch wieder gut. Weil die Mesa-Biome ja ein warmes Biom sind und das in einer Richtung vom Spawn her sind. Und ja. Also ist, denke ich mal, weiter, als ich gedacht habe. Ja, also 1000 ist es schon bei X. Nein, Skelett, ich helfe dir, ich helfe dir. Okay, ich habe es geschafft. Hat zwar keinen Ton gemacht, aber ich habe es geschafft. Ich will immer noch Spawn-Ausschau halten, aber die sind irgendwie so extrem selten geworden seit 1.8 oder seit früher noch. Nein, das ist nur ein Viereck, das klein ist. Ja, jetzt ist Freitagabend, also Farmwelt noch nicht resettet, da kann ich noch ein bisschen länger hier ein bisschen herumtümpeln. Zwar nicht als Aufnahme, aber so als, ja eben, dass wir ein bisschen mehr Items bekommen und so. Eigentlich noch recht wenig Items haben. Und im Gegensatz zu den anderen, also es gibt so manche auf dem Server, die sind richtig gesuchtig. So, irgendwann kommt da hier das Meer. Und dann müssen wir einfach irgendwo auf die Seite gehen, wenn wir es nicht finden. Weil es am Meer ist. Na? Da ist ein Brunnen. Da ist ein Loch. Das ist eine Höhle. Aha. Ja, keine Höhle, aber ein Loch. So ein Eingang, der zu ist. Vielleicht das Räuberlager der Alibaba. Also, der Geschichte von Alibaba ist, Alibaba ist ja nicht der Räuber. So. Ich kurz auf die Uhr schauen. Aha. Ja, da machen wir 2 Parts davon. Ist doch eine. War ich da?
Ja, scheinbar. Also ich gehe jetzt mal hier rein. Mal schauen, was wir hier finden. Aber ich denke, hier war ich auch drin. Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist jetzt so ein bisschen stressig gewesen. Ja, hier war ich auch schon. Ja, das Serentherium nehme ich nicht mehr mit. Das kann von mir aus jemand anders gebrauchen oder missbrauchen. Das ist ein Gehirn, okay. Zombiefleisch. Und sonst habe ich ja die Koordinaten noch aufgeschrieben. Okay, ist nichts. Bücherregal sind auch weg. Ja, das ist von mir. Und what the fuck? Sogar ein Stollen ist doch hier unten. Aber brauche ich so einen Stollen noch? Nö, eigentlich nicht. Sonst gehe ich einfach mal da rein, dann wenn ich hier fertig bin mit dem Video. So. Nochmal Koordinaten schauen. Ja, kann ich mir merken. So, also, wo ist das Mesobiom? Das ist so selten, also, es ist eigentlich gar nicht mal so selten, aber ich habe es bisher nie gefunden auf diesem Rollenlebensserver. Rollenspiel-Lebensserver. Ja, ich bin mal gespannt, also. Ah, ich mag eben noch so Minecraft, ich mag es immer noch. Vor allem Rollenspiel, wenn ich wirklich Kollegen habe, wo sehr nett sind und mit mir spielen. Das freut mich immer sehr. Ich habe Hunger. Hey, ich werde fast verhungern, wenn ich da nicht irgendwie Kühe finde. Sonst schleiche ich das Ding zurück. Ja, jetzt schon. Okay. Ich könnte warten jetzt. 25 Sekunden. Nein, ich renne jetzt. Ist es mir scheißegal. Verliere ich halt wieder ein bisschen mehr Hunger können. Aber das ist jetzt wirklich egal. So, jo, und wer es nicht gesehen hat, ich bin ja noch am Wikinger-Schiff bauen. Auf den Bäumen, also so ein Baumhaus. Wikinger-Schiff. Und da werde ich natürlich bald wieder einen kleinen Part davon machen. Und ja, momentan bin ich leider nicht so in Baulaune, weil es halt recht mühsam war, bei mir die Insel zu bauen. Und ja, okay, jetzt scheint es, dass es hier rechts ist. Genau, ich werde jetzt ein Boot craften, weil jetzt wird es sowieso langsam wieder Nacht, scheinbar, ja. So. Da kann ich nämlich direkt ein bisschen schneller vorwärts kommen. Was, al dente? Ah, hier ist der zweite Wassertempel. So einen besuchen, das geht noch ein bisschen, aber ich möchte gerne mit euch dann den Tempel besuchen, wenn ihr es gerne hättet. Aber ich hab's auch gerne, also mache es wahrscheinlich auch von mir aus. So, bin gespannt, wo dann der Mesobiom ist. Wahrscheinlich bin ich einfach dann am Schluss ein bisschen in die falsche Richtung gerannt, nach dem zweiten Dorf. Ja, jetzt muss ich Richtung Süden. Okay. Südosten, Osten ist das, ja. Da drüben ist eine Insel, aber das ist es nicht. Nö. Ja, dass ich leider nicht so eine Sichtweite habe, liegt wahrscheinlich am Server. Es gibt so eine Grundeinstellung, wo man auswählen kann. Hier ist nochmals ein Tempel. What the fuck? Da kann es zwei sein, oder sogar drei, die ich gefunden habe auf dieser Map.
Nicht schlecht. Okay, ja, jetzt muss ich leider beenden. Aber ich möchte noch kurz das beim zeigen. Das muss hier sein. Also ich schaue dann das nächste Mal weiter. Ich werde nachher noch kurz ein Part aufnehmen. Also ich werde mir die Koordinaten vergleichen, werde dann wieder aufnehmen und dorthin gehen. Nein, geh rüber. Ja, genau. Ja, genau. Also, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.